Suppe RTL. Und ich verdoppel wieder die Summe. Wir machen aus 200 Euro 400 Euro für den nächsten Begriff. Ich starte die Runde in 3, in 2, in 1 und los geht's, liebe Zuschauer. Kindergarten, Kinderzimmer, so einfach kann das gehen. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, Sie sind beim Masterquiz gelandet. Hallo, Kindermund. Auch nicht, danke. Fürs Mitspiel Kindermund habe ich auch noch nicht gehört. Und der nächste, das geht richtig rucki zucki hier auf Super RTL. Ihre Lösung? Ja. Ihre Lösung bitte? Schaukel. Kinderschaukel. Leider nicht. Und der nächste, wir geben richtig Vollgas. Also wirklich schneller geht es wirklich nicht. Ja? Ja. Kinderporno. Also solche Wörter stehen da garantiert nicht. Nö, also sowas gibt's bei uns gar nicht. Also der nächste. Kinder, Punkt, Punkt, Punkt. Nicht Kindergarten, nicht Kinderzimmer, das haben wir schon. Jawohl. Was suchen wir hier? Ihre Lösung? Kinderschänder. Also wir haben nur familienfreundliche Wörter suchen wir. Ja, also solche Wörter können Sie gleich mal streichen. Ja? Hallo, hier ist das Masterquiz? Ja? Kinderficker. Oh. Das habe ich jetzt gar nicht gehört. Der nächste bitte. Ich löse es jetzt auf. Jetzt gibt es noch einen Betthupferl. In der Zeit löse ich auf. Ja, was wäre es denn gewesen? Umschlag Nummer 1 wäre gewesen: Kinderabendmahl. Das wäre Kindererziehungszeit. Das wäre aber wirklich machbar gewesen, oder? Kindererziehungszeit, das wäre wirklich lösbar gewesen. Schade, schade. Kinderklavier. Wäre auch machbar gewesen. Die waren gar nicht so schwer, diese Begriffe. Kinderluftbrücke. Okay, nicht ganz so einfach. Wobei es wahrscheinlich eher Geschmackssache. Der eine findet das leichter, der andere das schwerer. Was habe ich hier? Kinderherzsport. Und der letzte Begriff wäre gewesen die Kinderschreckfigur. Okay, waren so 50-50. Die Hälfte war leicht, die Hälfte war schwer, musste alles kunterbunt gemischt sein. Kinderschreckfiguren waren übrigens Figuren, die Kinder vom Wald ferngehalten haben. So,